Sehr sicher war sich die Polizei am Donnerstag, die Leiche des Mannes zu finden, der im Verdacht steht, in der Nacht zum Faschingssonntag seine 76-jährige Ehefrau erschossen zu haben. Auf deren Verlangen, wie die Polizei vermutet, die Frau war schwer krank. Nach einem etwa halbstündigen Einsatz eines Tauchers der Bereitschaftspolizei fand dieser in der Schonunger Bucht im Gochsheimer Ortsteil Weiher im Landkreis Schweinfurt die Leiche und auch eine Kleinkaliberpistole, bei der die Polizei davon ausgeht, dass es sich um die Tatwaffe handelt. In der Nacht zum Sonntag hatte der 79-Jährige bei der Polizei telefonisch angekündigt, sich selbst das Leben nehmen zu wollen. Ungeklärt ist nach wie vor, woher der Mann die Pistole hatte. Bereits am Sonntag war in der Nähe des jetzigen Leichenfundorts das Auto des Vermissten gefunden worden. Ein Großaufgebot von Helfern der Polizei, der Wasserwacht, der Feuerwehr und der Rettungsdienste hatte den Mann gesucht. Mitte der Woche ging die Polizei davon aus, dass der Mann seine Suizidabsicht in die Tat umgesetzt hat. Karl-Heinz Schmidt, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Ja, die ganzen Suchmaßnahmen hatten sich ja hier auf diesem Bereich der Schonunger Bucht konzentriert. Da war ja auch das Auto des 79-Jährigen aufgefunden worden. Allerdings waren die ersten Suchmaßnahmen direkt im Main. Und es war jetzt gestern ein Boot mit einem ganz speziellen Sonargerät hier im Einsatz, das also das Auffinden von Gegenständen im Wasser erleichtert. Da ist zunächst mal das Handy des 79-Jährigen gefunden worden. Heute hatten wir die Kollegen der Bereitschaftspolizei, die Tauchergruppe, da. Und da war ein Kollege etwa eine halbe Stunde im Wasser. Und er hat dann bei diesem Tauchgang die Leiche des 79-Jährigen gefunden. Die Waffe haben wir inzwischen auch. Und diese Leiche wird jetzt in Kürze geborgen. Und dann wird die Leiche auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vermutlich morgen obduziert. Ja, für mich hat sich dieser ganze Fall von Anfang an, ich habe ihn ja von Anfang an auch mitverfolgt, als wirkliche Familientragödie herausgestellt. Unmittelbar nach dem Anruf des 79-Jährigen, wo er ja gesagt hat, dass er seine Ehefrau getötet hat, sind die Kollegen zur Wohnung gefahren, haben dann auch die 76-jährige Ehefrau dort aufgefunden und wir sind auch auf Schriftstücke gestoßen und danach war wirklich klar, dass es sich hier um eine Familientragödie handelt. Es war nämlich ersichtlich, dass die Frau offenbar den Wunsch geäußert hat, dass sie ihr Mann von ihrem Leid erlöst. Sie war sehr schwer krank und diesem Wunsch ist der Mann offenbar auch nachgekommen. Wo heute ein Atomkraftwerk steht, wird sich in ferner Zukunft eine Wiese befinden. Ende 2015 wird das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld abgeschaltet. Das steht fest. Was noch unklar ist, was geschieht mit dem Kernkraftwerk,